Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Croc 2 mit mir, Mr. Horror Jumper. Und die erste Welt haben wir jetzt wenigstens, also das erste Level haben wir 100% abgeschlossen. Hat zwar was gedauert und der Part wurde ein bisschen länger als wie ich es geplant hatte, da ich es jetzt nicht wusste, wie schnell das gehen wird und ob wir jetzt auch 100% haben. Aber ihr habt gesehen, ich habe alles gesammelt. Was ging? Wenn ich was vergessen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich wäre auf jeden Fall sehr erfreut darüber. Und wir gehen nochmal kurz in den Shop. Ich würde sagen, das ist gar nicht mal so verkehrt, dass wir von jedem Item mindestens eine Sache dabei haben, damit wir das schnellstmöglich hinter uns bringen können. So, also davon hatten wir noch was, davon hatten wir noch was. Ja, das könnten wir kaufen. Und das hier. Aber es gibt auch diese Kugel. Was kann sie denn? Das ist die Kristallkugel. Ich kann dich damit weit entfernten Orten befördern oder so. Wo möchte Croc wohl hin? Croc war noch nie hier. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Wir könnten es mal holen, aber ich würde sagen, das behalt. Also ich denke mir mal, das ist so eine Art Teleporter. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Erdbeergeschmack, ne? 80, boah. Ja, okay, Erdbeergeschmack ist echt geil, aber 80? Ja gut, komm. Wir haben ja noch was Cash. Haben wir noch Geld für den? Ja, haben wir. Der war doch, glaube ich, 50, ne? Ja, genau, 50. Gut. Ja, ich würde sagen, wenn wir mal genug Geld haben sollten, dann holen wir uns auch mal hier so einen Herzcontainer, dass wir dann quasi 4 Stück haben können oder wie auch immer. Man findet sie natürlich auch in Level. Im ersten Level, glaube ich, findet man sowas nicht. Nicht, dass ich wüsste. Wenn doch, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann gehe ich da nochmal gucken. Gut. Ja, kann man die hier zerstören? Können wir nicht. Das ist einfach nur Deko, wie es aussieht. Ja, komm, wir quatschen den mal an. Was sagt er denn? Oh, Gobo ist in Gefahr. Gobo in großer Gefahr. Warum ist Gobo in Gefahr? Gobo sollte Schatz bewachen. Gobo ist eingeschlafen. Dantinis haben Schatz gestohlen. Verstecken 5 Schachteln in dunkler Grube. Gobo ist jetzt in großer Gefahr. Croc muss Gobo helfen. Croc muss Schatz finden. Gobo darf nicht in Gefahr sein. Oh Mann, diese Kindersprache ist echt krass. Das ist so, wie jetzt, wenn Yoda mit uns ein Gespräch halten würde. Wetten das, Croc? Nicht? Höher? Springen kann als Gobo. Ich glaube, wir bekommen was von ihm, wenn wir das hinbekommen. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich kann es ja mal ausprobieren. Ich weiß auf jeden Fall, wenn wir... Ihr seht es ja, wir können einen höheren Sprung ausführen. Aber wir haben doch einen höheren Sprung als er. Da, oder? Croc springt höher als Gobo. Gobo gibt Croc einen Preis. Oh, wir haben Cash erhalten. Korrekt. Nicht schlecht. Ja, ich weiß, in großer Gefahr, bla bla bla. Nein, nein, nein. Alter, wie oft. Wir wollten dich nicht nochmal ansprechen. Die Sprache von denen ist ziemlich komisch. 5 verlorene Schatztruhen suchen, okay. Oh, die Musik, die gefällt mir. Das erinnert mich an Teil 1. Die haben die aber bloß ein bisschen verändert, wie es aussieht oder wie es sich anhört. Ich will jetzt hier erstmal ein bisschen gucken. Ich finde diese Kristalle ganz nett gemacht, auch von der Grafik. Ja, tatsächlich, das ist die Melodie aus dem ersten Teil. Nur ein bisschen verändert. Also so hört es sich für mich an. Oh, hier gibt es mehrere Wege. Das heißt 5 Stück, denke ich mir mal. Und ja... Ich würde sagen, wir fangen hier an. Ah ne, hier ist nichts. Hier können wir schon mal nicht anfangen. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal hier entlang. Dann bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, wir sammeln auch direkt. Oh, nö, ne, haben wir direkt verbockt. Obwohl, wir müssen ja, glaube ich, nicht alle sammeln. Weil, ja, es gibt nur ein Herz mehr und immer wenn man in die Welt nochmal erneut geht, dann hat man die Sachen. Das heißt, ich muss nicht alle sammeln. Ich glaube, das werde ich auch nicht unbedingt. Ich werde versuchen, so viel wie möglich zu sammeln. Wow. Damit wir auch genügend Cash immer haben.
Mann, ey, was ist denn da los? Im ersten Part nie getroffen oder so. Wow. Warum leben wir noch? Ah ja, stimmt. Wir müssen ja nochmal erneut getroffen werden. Schnell, Croc! Spring aufs andere Ende! Gobo hat Schatztruhe gefunden! Krass. Ach so, der schiebt sie für uns runter. Ach so. Ah, okay, da sind dann gewisse Anzahl an Edelsteinen. Ich denke mir mal, das waren jetzt 10 Stück, weil wir hätten ja eben den einen dann noch bekommen können. Da haben wir den verpasst. Eventuell, oh nö, da hätten wir springen müssen. Ach du Scheiße, da habe ich ja gar nicht drauf. Das ist auch fies. Es ist so dunkel und dann sieht man die nicht. Ich habe jetzt aber allerdings natürlich Schiss, jetzt getroffen zu werden. Ich habe keinen Bock, jetzt zu sterben. Wo sind wir denn jetzt hier? Gibt es da irgendwas? Können wir da irgendwo drauf springen oder sowas? Aha, okay, zum Glück. Ich habe doch noch richtig zugehört. Ich wusste doch, da ist irgendwas. Weh, du gehst jetzt komplett in die Lava. Okay, gehst du nicht. Ja, mir gefällt dieses Level schon mal, auch wenn ich jetzt gerade nicht davon begeistert bin, fast zu sterben, aber naja. Was soll's, ne? Ja, das war jetzt ein Fehler. Ich hätte mich andersrum drehen sollen, weil da scheint ja nichts zu sein. Aber ich muss sagen, das Spiel, das fördert mich jetzt schon ein wenig. Haben wir jetzt alles? Oh, noch eine Schatzkiste. Die zweite. Aha. Wir wären also quasi daran vorbeigelaufen. Nicht schlecht. Das würde, glaube ich, erklären, warum bei der einen Schiene kein Waggon war. Oh, und wir haben einen bunten. Ich denke mir mal, das ist auch der erste. Oh, Wackelpudding. Wackelpudding-Action. Gibt es hier keinen Checkpoint? Scheinbar nicht. Ja, Wackelpudding. Richtige Geschmacksrichtung. Oh, Orange für Orange. Okay, das ergibt Sinn. Können wir dich nicht mitnehmen? Nö, können wir nicht. Schade. Aber das wäre dann Cheaten. Okay, ah, okay. Man kommt hier also dann wieder raus. Moment, wo sind wir denn eben jetzt drauf gesprungen? Da hinten, ne? Warum ist die Melodie jetzt weg? Die Musik? Och nö, ne? Wir können da echt nicht mehr hin. Das heißt, wenn wir einen bunten Kristall verfehlen sollten, dann können wir den nicht mehr holen. Oh, das ist aber fies. Ich will jetzt auch nicht unbedingt zu Safe States greifen. Ich will es so schaffen. Naja, mal gucken. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass hier... Oh nein, da war der Grüne, oder? Nein. Können wir denn wieder zurück? Kommt schon, das Spiel darf doch nicht so gemein sein, dass wir... Doch, wir können bestimmt zurück, wenn wir wieder hier drauf gehen, oder? Ja, können wir. Halleluja, zum Glück. Ist zwar ein bisschen fies, weil wenn ich das öfters verfehle, dann muss ich des Öfteren... Ah, ja, wir haben ihn. Korrekt. Die sind ja die wichtigsten. Aber hier kann man nicht so gut Kristalle farmen, finde ich. Oh Mann, ich kann mich nie entscheiden. Kristalle oder Edelsteine. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall die Währung hier in dem Spiel. Gut, ich will bloß nicht getroffen werden, weil diese Kisten da sehen aus, als ob die explodieren, weil da Bomben drauf sind. Och Leute, ich hab Schiss. Ich hab verdammt nochmal Angst. Ich will nicht sterben. Ja, kommt. Ach so, die fallen runter und dann explodieren die. Ah, eine nette Neuerung. Womit ich jetzt nicht gerechnet hätte persönlich, aber okay. Warum nicht?
Oh Mann. Ja, es ist machbar. Ich will nicht wissen, wie die letzten Level sind. Da werden diese Truhen, ach, diese Kisten wahrscheinlich des Öfteren vorkommen. Und Nummer 3. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht alle bekommen, wie es aussieht. Aber okay. Bitte kein bunter. Wenn doch, können wir natürlich zurückfahren, aber ich habe so ein Gefühl, es wird... Oh, Leute, haben wir die alle bekommen? Oh, nee, die haben wir nicht bekommen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das ein blauer war oder nicht. Ich werde trotzdem mal gucken. Ich habe so ein Gefühl, dass wir pro Part ein Level schaffen könnten. Okay, war doch nicht. Gut, gut. Dann können wir weiter. Das sah gerade ein bisschen lustig aus. Oh, nö, ne? Oh. Ach so, okay. Ich wollte schon sagen, wieder so ein Weg, der endlos hochgeht. Okay, hier zeigt es uns, da können wir schon mal nicht lang. Ich frage mich, ob wir den Aufziehgobo hier benutzen müssen. Ich denke mir mal, dass das so geregelt ist, dass es in jedem Level vorkommen kann. Oh Mann, Leute. Ich muss aber gleich mal einen Schluck trinken. Ein bisschen rau die Stimme, aber was soll's. Oh oh. Da sollten wir uns beeilen. Oh, die vierte Truhe, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Nummer 4. Korrekt. Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich da was vergessen habe. Deswegen werde ich hier nochmal nachgucken. Okay, ich habe hier nichts vergessen. Das ist schon mal was sehr Gutes. Ne, Croc? Wir müssen unsere Gobo-Freunde retten. Ich bin gerade in diesem Modus. Kennt ihr das? Wenn man nur noch ein KP hat und man will nicht getroffen werden, wenn man weiß, dass man dann wahrscheinlich alles erneut machen muss. Darauf hat man erst recht keine Lust. Oh Gott, ey. Gibt's hier noch was? Nö, gibt es nicht. Oh, ich hasse das. Wenn wir zu sehr nach rechts drücken, dann läuft er nach rechts und dann fallen wir da wahrscheinlich runter. Oh, die Musik hat wieder aufgehört. Schade. Oh oh. Nein! Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ist das euer Ernst? Ist das jetzt echt euer Ernst? Muss ich jetzt alles erneut sammeln? Ich denke schon. Leute, nein. Muss ich echt nochmal sammeln? Ich will das jetzt wissen. Ich werde natürlich so weit spielen, wie ich jetzt gerade eben war, damit ihr euch das nicht geben müsst. Weil das ist ja ärgerlich. Ja, wie es aussieht, ja, müssen wir das. Ich würde sagen, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und ja, ich bin so relativ wieder den Weg verlaufen, wie ich auch eben hier hingekommen bin. Und ja, ich habe auch alle Edelsteine bisher gesammelt. Ich bin extra nochmal zurückgefahren und so, weil ich mir gedacht habe, ja komm, dann sammle ich die einfach. Also das heißt alle, die auf dem Weg, die ich vielleicht verbockt habe oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ob ich die auch nochmal gesammelt hatte. Aber ich dachte mir, komm gut, kann ja nicht schaden. Ja, hier sind wir, glaube ich, gestorben, ne, wenn ich mich recht dran erinnere. Am besten ist, ich gucke jetzt mal kurz mit dem Fern. Oh, Mann, da hat man schon sowas, ne, und dann kann man es nicht verwenden. Nee, 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 Spieleentwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Gut, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, hier in dem Raum gibt es auch nichts mehr, das heißt, wir können nur noch durch die goldene Mitte... Aber wahrscheinlich kommen hier noch Edelsteine und ich hoffe, wir werden die bekommen, sonst muss ich nochmal... Oh, warum springe ich aus Reflex? Ich denke mir mal wegen eben. Ah, da war der. Ja, ich konnte es mir denken. Gut, dann fahren wir nochmal zurück. Alter Schwede. Das ist auch wegen den Kurven, da kommt man nicht ganz direkt mit. Ich weiß nicht, entweder bin ich zu blöde oder ich habe nicht die nötigen Reflexe dafür. Ja, ausgerechnet der wichtigste, der fehlt uns natürlich. Fehlt uns dann noch einer? Ich weiß das gar nicht.
Jetzt müsste der kommen. Ah, Mann, zu spät gesprungen. Auf ein neues. Irgendwann werden wir ihn ja erhalten. Da geht doch. Haben wir? Nee, einer fehlt uns. Das heißt, den werden wir gleich erst bekommen. Oh Mann, dieses ständige Hin- und Herfahren. Naja, immerhin ein bisschen abwechslungsreich. Das Ganze hat uns ja bisher auch ziemlich auf dem Laufenden gehalten. Ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich ein paar Passagen gibt, die ein bisschen richtig asozial sind. Also, darauf hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust. Aber, naja, wir werden sehen. Oh, da waren ja auch noch ein paar Kristalle. Was ist das denn jetzt? Ah, okay. Oh, wir haben den letzten. Nee, doch nicht. Einer fehlt, oder? Toll, jetzt haben wir das eine nicht bekommen. Können wir nochmal zurück? Ah, da ist der. Der Pokal. Boah. Nee, erstmal gehe ich hier hin. Und hole mir nochmal die, die ich verbockt habe. War das der einzige, den ich verbockt habe? Nee, ich glaube, hier kommen auch noch welche. Nee, doch nicht. Ah, zum Glück. Gut. Das heißt, so viel wie... Wir können uns jetzt um den Pokal kümmern. Ja, und dann müssten wir eigentlich auch die letzte Schatztruhe bekommen. Und dann hätten wir das Ganze, glaube ich, hinter uns. Gut, dann erledigen wir das mal. Ich habe so eine leiseste Ahnung, dass jetzt uns etwas sehr Ekelhaftes erwarten könnte. Oh, Laufbänder. Stacheln. Okay. Oh Mann, die Kamera ist ein bisschen krass. Also es wackelt alles so ein bisschen und ich erkenne dich genau. Da muss man schon richtig genau drauf achten. Wow. Aber wir haben es geschafft. Ah, das war eigentlich ganz easy. Oder? Also würde ich jetzt mal sagen. Das war ja klar, ich konnte es mir schon denken. Ich hatte es mir gerade gedacht und dann ist es auch passiert. Oh, was ist denn da unten? Oh, Leute. Ich will jetzt unbedingt wissen, was hier unten ist. Wahrscheinlich gibt es hier noch irgendetwas. Oh, nur ein Herz. Ich wollte mich doch jetzt auf den Arm nehmen. Okay, gut. Oh, 18 Minuten. Ich denke mir mal, mit 20 Minuten werden wir hinkommen. Dann haben wir das Level auch hinter uns. Das wäre jetzt asozial, dass es wie im ersten Teil wäre, der Luftballon. Wenn er jetzt einfach schon geplatzt wäre, bevor wir oben gewesen wären. Boah, Mann. Toll, hat uns trotzdem getroffen. Schneller, komm schon. Oh, Mann. Aber ich finde das cool gemacht. Also mich freut es bisher. Och nö, Leute. Ist das euer Ernst? Muss ich das jetzt echt tun? Ja, gut. Zum Glück haben wir den mitgenommen. Steht euch vor, wir hätten ihn nicht mitgenommen. Im Übrigen, ich mache jetzt immer Safe States, bevor ich den benutze, weil, ja, es kann ja mal sein, dass ich das verhaue und wie ihr sehen könnt, komm schon. Wenigstens das Herz, das werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, aber wir haben die Edelsteine, das ist ja schon mal viel wert. Ah, doch, wir haben es bekommen. Wir haben es direkt fürs Try geschafft. Ja, da vorne... Ah, okay, ich wollte schon sagen. Das tötet uns wahrscheinlich instant. Ja, und wir haben die letzte Truhe. Ich denke mir mal, wir haben alles. Und jetzt müssen wir jetzt wieder zurück, oder was? Gibt's hier keinen Teleporter? Ah, dafür ist die Kugel bestimmt da. Oh nein, wow. Müssen wir jetzt echt zurück? Ist das euer Ernst? Boah, ist das euer Ernst? Ja, kommt, Leute, das zeige ich euch. Ihr wollt ja bestimmt sehen, wie ich fail oder so. Aber die Mucke ist auch schon weg. Denkt auch so, ja, das Spiel ja jetzt sowieso gerade fast geschafft. Also, das Level. Aha, deswegen können wir auch zurück. Das macht Sinn. Weil anders können wir ja leider nicht aus den Leveln raus.
Ja, ich habe mir überlegt, ich werde Tombi 2 doch vorher schon drehen, bevor ich den ersten nochmal mache. Da es bestimmt langweilig ist, wenn ich den ersten nochmal hochlade und der zweite ist noch nicht oben und so weiter. Ich brauche ja nur den Save, also den Spielstand, der gespeichert ist vom ersten Teil. Und wenn wir das benötigen für den zweiten Teil, dann werde ich den ersten anfangen, damit es weitergeht. Na, und hast du was zu sagen? Danke, Krog. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's auch für diesen Part. Obwohl, soll ich noch einkaufen gehen? Ja, nee, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Jumper und schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time. Haut rein!